Hallo. Und wir machen weiter in unserer bunten Welt des Konsums und des spröden Einkaufverhaltens mit der Kamera für jedes Kind. Wenn Sie gerne hätten, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn genauso ein Fotonarr wird wie Sie, ist neben der Handyfotografie natürlich die geeignete Kamera zu nöten. Und dazu kann ich nur empfehlen, die Nikon Coolpix S33. Es gibt auch neuere Modelle davon, aber prinzipiell ist die ziemlich gleich und kostet mittlerweile nur noch ungefähr 100 Euro, was dann noch so im Bereich eines brauchbaren Geschenks ist. Das Tolle an der Kamera ist, sie ist bis zu 10 Meter wasserdicht und shockproof, also man kann sie auch mal fallen lassen, hat ein sehr robustes Plastikgehäuse, hat trotzdem eine recht hochwertig verarbeitete kleines Objektiv da drin. Hier drin gesichert, wenn man zoomt, ist alles da drin. Nichts kann verkratzen passieren. Einen kleinen Chip, also nicht sehr lichtstark, aber mit 13 Megapixel mehr als ausreichend für Kinder. Super einfach zu benutzen und kann sogar in Full HD filmen. Gibt es in verschiedenen Farben. Wir hatten sie in Gelb bestellt und sie kam in Weiß. Also, naja, man kann nicht alles haben. Sie funktioniert total simpel. Was ist alles drin? In der Box ist das Aufladegerät drin. Total spannend. Aber dazu kommen wir gleich noch. Sonst noch eine dicke Anleitung, die kein Kind auf der Welt lesen wird. Irgendeine Bürste zum Saubermachen des Verschlusses hier, dass da alles dicht bleibt, um sie weiterhin wasserdicht zu halten. Und irgendwo hatte ich es, aber ich habe es verlegt. Hier ist es. Noch ein kleiner Griff, den man hier an den Seiten festmachen kann, um dann die Kamera natürlich immer zu tragen. Für Kinder ganz toll. Trotzdem, sie kann nicht schwimmen, wenn man damit bis 10 Meter taucht oder irgendwie vom Fünfer springt, könnte sie leicht verloren gehen. Aber ich glaube, dafür gibt es auch so Schwimmutensilien mit Styropor dran, dass es schwimmt. Wie funktioniert die Kamera? Man kann sie hier ganz leicht anmachen. Tada! Coolpix, ganz tolles Bild. Hier hat man den Auslöser. Alles automatisch. Hiermit filmt man. Damit mit Play kann man sich's anschauen. Hier gibt es ein sehr kleines und übersichtliches Menü. Ich habe es dem Kind erklärt und hat sofort alles verstanden. Eine tolle Kamera. Ach ja, der Zoom ist dann auch hier direkt verarbeitet. Und man zoomt alles da drin. Demnach passiert nicht viel. Filmen wir jetzt. Wir filmen. Abbruch. Wunderbar. Also eine komplett automatische, kleine, nette Kamera. Wasserdicht, stoßdicht, alles ganz toll. Und mein Highlight. Neben der Bildqualität, man kann sie dann noch ein bisschen kleiner einstellen im Menü. Das ist alles ganz toll, dass die Speicherkarte nicht gleich voll wird. Sie zeichnet auch SD-Karten auf. Hat einen Akku, der ziemlich lange hält. Und das Coole, na, ein Vor- im Nachteil. Nachteil, man kann den Akku, ist kein mitgeliefertes Aufladegerät, man kann es nur über USB aufladen. Das ist dann aber der Vorteil, dass man mit jedem der Mini-USB, der Standard-Handy-USB-Aufladeteile, diese Kamera aufladen kann. Das heißt, man braucht das Aufladegerät eigentlich gar nicht, beziehungsweise nur den da und kann es vom Computer oder von der Steckdose oder von irgendwas beim Autofahren immer aufladen. Ziemlich praktisch. Gar keine schlechte Kamera für Kinder, die am Anfang mal in die Fotografie rein wollen. Ich rede seit fast 4 Minuten viel zu lang, das dauert 100 Jahre zum Hochladen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.